Wir leben noch. Wir leben noch, ja. Wir hatten nur keine Zeit. Ja. Ja, hallo Leute, wir sind's, Jens und Tim. Tim und Jens von www.techprofis.com. Und wir sind wieder da. Wir sind auferstanden. Aber wir waren nicht tot. Nee, wir waren nicht tot. Wir hatten einfach nur keine Zeit. Das ist immer ein bisschen aufwendig, eigentlich so Videos zu machen für YouTube und naja. Deswegen haben wir uns was überlegt. Und zwar haben wir ein bisschen das Konzept überarbeitet. Wir haben ein bisschen Arbeit investiert auch in ein neues Design, wir haben ein neues Logo. Ja, ja, eigentlich haben wir alles überarbeitet jetzt. Genau. Sieht so aus, dass wir ein neues Intro haben, was noch ein bisschen kürzer ist. Wir haben ein neues Kanaldesign, wir haben eigentlich überall jetzt dieses neue Icon reingepackt, was wir haben. Dem einen mag es gefallen, dem anderen nicht, ist Geschmackssache. Wir haben uns gedacht, es muss einfach mal ein bisschen simpler werden und... Anti-Retina. Genau, jetzt wo wir so... Na ja, gut. Anti-Retina, genau. Jetzt wo wir so lange keine Zeit hatten, was zu machen, ist es einfach mal Zeit, neu anzufangen quasi. Und da ist der Style, den wir jetzt... Neuentwurf haben, der kommt da ganz richtig. Genau, und das Wichtige ist, was habt ihr zu erwarten, das wollt ihr sicher wissen. Es gibt jetzt, wir wollen es so handhaben, dass wir ein Video die Woche für euch bereitstellen, also ein Video, was ihr gucken könnt, jede Woche. Und den Schwerpunkt der News-Geschichten aber auf unsere Homepage verlagern, weil da gibt es ja immer so viele Kleinigkeiten, so viele Sachen, die passieren. Und da kann man nicht zu jeder Sache ein Video machen, das geht einfach nicht. Da ist der Aufwand viel zu groß und die Zeit, die dabei drauf geht, ist auch viel zu enorm. Und deswegen Schwerpunkt auf der Homepage. Und wie ihr da, da folgt und so, kann der Team mir auch mal erzählen. Gibt es da mehrere Möglichkeiten? Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, einfach direkt auf unsere Homepage zu gehen, www.techprofis.com. Aber die kennt ihr ja wahrscheinlich alle schon. Dann die nächste Möglichkeit ist natürlich den RSS-Feed. Da haben wir oben rechts so ein kleines Button für euch. Da könnt ihr euch den RSS-Feed dann abonnieren. Oder die wahrscheinlich beste Variante, weil ihr gleichzeitig auch über unsere YouTube-Aktivitäten informiert werdet, ist die Variante, dass ihr uns halt bei Facebook liked und dort dann immer rechtzeitig Neuigkeiten bekommt. Genau, das ist wirklich auch wichtig bei den Videos, weil die neue Abo-Geschichte in eurem Kanal mit den Abonnenten, wenn ihr da die Videos gucken wollt, wir finden das ziemlich schlecht und dann geht auch meistens was unter, ne? Ja, insgesamt hat sich YouTube verändert und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb wir das jetzt nicht mehr so in der Form weitermachen, wie wir es gemacht haben. Jetzt würde es natürlich interessieren, in den Kommentaren könnt ihr das mal hinterlassen, wie ihr das findet. Ja, ihr müsst mal den Kanal angucken und hier oben dieses Logo hier, ich weiß nicht genau, wo es ist, das ist auch neu, die neue Schrift, ja, alles ganz frisch und simpel und minimalistisch. Schreibt mal, wie es euch gefällt, das Intro und alles. Und genau. Dann freut ihr euch jetzt sicher wieder, hoffentlich, dass es weitergeht. Wir freuen uns auch. Hat lange gedauert und es hat uns ja auch richtig Spaß gemacht und jetzt... Machen wir mal wieder ein bisschen. Ja, jetzt ist wieder alles frisch und jetzt macht auch wieder Spaß. Jetzt können wir mit neuem Elan wieder durchstarten und schauen einfach mal, was denn dann als nächstes kommt. Wir wissen ja selber noch nicht, wir haben uns noch nichts überlegt eigentlich, ne? Sondern wir machen einfach jetzt mal wieder so Tech-Profis, wie nennen wir das jetzt? Reloaded. Tech-Profis Reloaded. Klingt gut, oder? Oh ja, irgendwie schon, ja. Ziemlich dick. Ja. Ist cool. Ja. In dem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Woche. Und immer schön Artikel lesen. Tschüss! Wir haben es verlernt, Videos zu machen.